Diese Sendung wird präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Tag 1 nach unserer letzten Klartext-Sendung mit Günther Steiner lief ja am gestrigen Dienstag. Am 28. August geht es uns dann schon in die vierte Runde, weil es ist ja erstmal Sommerpause, auf die wir uns nach diesem Belgien Grand Prix freuen. Aber blicken erstmal auf diese vier Themen heute. Er bezeichnet es als großen Knall. Sky-Experte Ralf Schumacher. Ganz überraschend trennte sich Audi von Ex-McLaren-Teamchef Andreas Seidel sowie von Oliver Hoffmann, dem bisherigen Leiter des Audi Formel 1 Projekts. Hoffmann soll Seidel versucht haben zu vertreiben. Jetzt müssen beide ihren Hut nehmen. Dafür kommt ein alter Bekannter, Mattia Binotto. Doch was bedeutet der Führungswechsel jetzt? Kommt er nicht, macht er weiter oder macht er nicht weiter? Seit Monaten gibt es verschiedene Spekulationen, wohin es denn noch Red Bull-Designer Adrian Newey nach dem ersten Quartal des kommenden Jahres hinzieht. Der Wechsel zu Ferrari schien sicher, als neue Meldungen vom Gegenteil sprachen und ihn mit Aston Martin in Verbindung brachten. Nun soll es wieder neue Entwicklungen geben. Hat Ferrari doch noch eine Chance? Was macht Max Verstappen nächstes Jahr? Bleibt er bei Red Bull oder erliegt der Niederländer den Flirtversuchen von Mercedes-Teamchef Toto Wolff? Klar scheint nur zu sein, Red Bulls Dominanz ist gebrochen. Intern wie auch auf der Rennstrecke läuft es nicht mehr. Mercedes zuletzt wieder mit 2 Siegen. Ex-Silberpfeil-Pilot Nico Rosberg hält einen Mercedes-Wechsel für wahrscheinlich. Diese Worte brechen zahlreichen Mick Schumacher-Fans das Herz. RTL und Sport.de Formel-1-Experte Felix Görner bezieht Stellung zu den optimistischen Worten des heute 25-Jährigen. In greifbarer Nähe sah Schumacher Junior zuletzt seine Comeback-Chancen. Doch weit gefehlt, es tut sich nichts und es gibt nichts Neues. Und es ist auch alles andere als in greifbarer Nähe. Warum Görner den Mick-Fans jegliche Hoffnung nimmt, darüber berichten wir gleich. Und jetzt geht's los. Er ging von McLaren mit dem Ziel, Audi richtig groß zu machen und bekam von Zak Brown einst eben auch genau diese Chance und das Ganze ohne irgendeine Sperrfrist von 12 Monaten. Und jetzt... Gestern wurde bekannt, Andreas Seidel, der ist weg vom künftigen Audi-Werksteam. Und damit willkommen an diesem Mittwoch bei uns in der Sendung. Tja, richtig was los. Audi noch nicht mal in der Formel 1, aber schon personell richtig für Aufsehen gesorgt. Nicht nur, dass es über viele Wochen hinweg Zweifel gab, ob Audi letztlich doch in die Formel 1 kommt oder nicht doch noch einen Rückzieher machen könnte, machen nun gleich zwei Personalien auf sich aufmerksam, die es wirklich in sich haben. Tja, und eben gestern gab es diese Pressemitteilung von Audi und man sprach über diesen überraschenden Personalwechsel. Tja, und gleichzeitig erklärte man nicht nur, dass Andreas Seidel und Oliver Hoffmann raus sind, nein, ein alter Bekannter, der kehrt in die Formel 1 zurück und zwar schon ab der nächsten Woche. Die Rede ist von ihm hier, von Mattia Binotto. Er wiederum war von 2019 bis 2022 Teamchef der Scuderia Ferrari, musste das Team dann im Zuge dieser ganzen Umstrukturierung verlassen, weil man einfach geglaubt hat, mit Mattia Binotto kann man die Wende am Ende doch nicht mehr schaffen. Von einer Riesenaufgabe spricht Ralf Schumacher im Gespräch mit Sky und sagt, es ist ein sehr großer Knall. Jetzt schon vor Anfang die Personalie zu tauschen, ist sehr interessant. Ich bin gespannt. Es ist Audi zumindest gelungen, mit Mattia Binotto einen erfahrenen Mann zu holen, was wichtig ist. Aber er hält in seinen Aussagen auch noch Folgendes fest. Man muss sich nur bewusst sein, dass in der Formel 1 ständige Personalwechsel in der Führungsebene nichts Gutes sind. Es ist kein Konzern, sondern ein Formel 1-Team. Es ist für mich schwer nachvollziehbar. Die Entscheidung, Andreas Seidel zu holen, haben sie unter anderen Voraussetzungen getroffen. Ja, und Ralf Schumacher, der sich auch sicher im Zuge dieser eben ja, neuen Personalsituationen könnte sich die Lage auch, was den Fahrermarkt entscheidend verändert haben. Denn, darüber spricht Ralf Schumacher auch, sei eben Binotto, Zitat, ein überzeugender Fan und auch Freund von Carlos Sainz. Und sagt weiter, das könnte auch noch im Hintergrund politisch gewesen sein, dass man sagt, also wir hätten gern die und die Personalie
um uns zu unterstützen. Und die beiden kennen sich von Ferrari und haben super gern zusammengearbeitet. Da wird wahrscheinlich auch der Wind Herr wehen. Ja, aber er hat auch noch einen sehr interessanten Verdacht geäußert. Und dabei geht es eben um die beiden Personalien, um Oliver Hoffmann auf der einen Seite und Andreas Seidel auf der anderen Seite. Und sagt, Oliver Hoffmann, der jetzt auch gehen muss, hat intern versucht, Andreas Seidel zu vertreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Kampf auch dazu geführt hat, dass man die Entscheidung getroffen hat. Ich glaube auch nicht, dass es bekannt war. Das ist auch sehr überraschend für Andreas Seidel, da bin ich mir sehr sicher. Aber, und das verrät ja auch unzweifelhaft der Blick auf die Fahrerwertung, hat Sauber, Kick Sauber, bis zuletzt eben beim Ungarn Grand Prix es nicht geschafft, überhaupt einen einzigen Punkt einzufahren. Das heißt, in 13 Rennen, also der ja, bisschen über der eigentlichen Hälfte, die wir ja in dieser Saison haben werden, von den 24, bleiben also nach wie vor punktlos. Und wir wissen natürlich auch, Punkte sind natürlich sehr entscheidend für ein Team, vor allem eben auch die Platzierung entscheidet sich natürlich auch entsprechend über ja, die Summe XY, die ein jedes Team natürlich braucht. Und vor allem natürlich auch ein Team wie Kick Sauber. Und dazu sagt eben Ralf Schumacher, man konnte keine Leute einstellen und keine Perspektive bieten. Dann hat man das ganze Thema einfach laufen lassen, wie es vorher war. Bei aller Sympathie, die ich für das Team hege, aber bei Sauber muss sich auch einiges ändern im Fahrerlager. Aber da hat Andy Seidel in dem Moment mit stumpfen Waffen gekämpft. Ja, und trotzdem ging natürlich Andreas Seidel von McLaren eben, ich habe es ja zu Beginn auch schon erwähnt, natürlich auch mit großen Ambitionen zu Audi. Es gab ja auch seinerzeit Berichte, dass wenn Audi 2026 als Werksteam in der Formel 1 ist, dann auch Andreas Seidel zum Teamchef des neuen Audi-Teams wird. Das natürlich alles hat sich verflogen und obwohl ja Zac Brown Seidel ja sehr entgegenkommend gehandelt hat, weil sie sich eben, oder weil sie freundschaftlich miteinander verbunden sind, sie einander vertrauen können, hat eben Zac Brown an die Seite da ziehen lassen in Richtung Sauber, ohne ihm da irgendwelche Steine in den Weg zu legen. Und schon ist das Kapitel Audi für Andreas Seidel ja früher beendet, als sich das wahrscheinlich jeder hat vorstellen können. Das hat uns natürlich auch selber gestern überrascht, als wir die Sendung mit Günther Steiner geplant haben, die ja dann am Abend lief. Denn ursprünglich war ja das Audi-Thema gar nicht erst geplant, erreichte uns kurzerhand ja, vor Beginn der Sendung. Und wir haben natürlich auch mit ihm darüber gesprochen und was eben Günther zu diesem überraschenden Aus und vor allem auch der Rückkehr von Mattia Binotto gesagt hat, da werfen wir nochmal einen kleinen Blick in die Sendung vom gestrigen Dienstag. Ich glaube, es ist gut für Mattia, ist auch gut für Audi, würde ich sagen. Mattia hat sehr viel Erfahrung im technischen Bereich und im Managen einer Fabrik. Das ist ja seine Hauptaufgabe. Er ist Chief Operational Officer und Chief Technical Officer. Ich glaube, da ist er sehr gut darin, hat er das bei Ferrari jahrelang gemacht, das alles aufgebaut, auch die ganzen Prozesse und die Infrastruktur und die Struktur, die personelle Struktur aufgebaut. Deswegen haben sie einen Mann mit guter Erfahrung bekommen mit Mattia. Und ich glaube, das Audi-Projekt braucht ein bisschen einen Boost im Moment. Eigentlich verwundert ist man immer ein bisschen, dass da alles umstrukturiert wird. Aber ich glaube einfach, die Fortschritte nach außen waren nicht sichtbar bei Sauber. Wir wissen ja bei Kick Sauber dieses Jahr, wo sie im Moment stehen mit null Punkten da. Die zwei Leute, ich kenne Herrn Hoffmann nicht, habe ich nie kennengelernt, deswegen weiß nicht, ich kenne Andreas ziemlich gut. Und ich glaube einfach, da ist Unzufriedenheit entstanden beim Vorstand von Audi. Er hat gesagt, wir müssen ein bisschen mehr Gas geben, um einfach die ganze Sache nach vorne zu schieben. Es kam auch, ich würde sagen, auch Kritik, mediale Kritik, dass eigentlich keine Fortschritte sichtbar sind bei Audi für 26 und ich glaube, da hat einfach der Vorstand reagiert darauf. Ja, soweit mal an dieser Stelle. Die ganze Sendung gibt es natürlich in voller Länge. Zum einen hier natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Ihr könnt aber auch den direkten Link einfach nehmen. klartext.jam1.de. Da könnt ihr alle bisherigen drei Ausgaben dann auch nochmal in voller Länge und das natürlich auch kostenlos anschauen. Und eben die nächste Sendung, die vierte Ausgabe, gibt es dann in rund 4 Wochen am 28. August um 19 Uhr hier an dieser Stelle wieder live.
Ja, von diesen überraschenden Meldungen, die es eben am gestrigen Dienstag gab, gehen wir jetzt mal zu einem anderen Thema über, zu einer anderen, nennen wir es mal, Persönlichkeit, wo einfach immer noch unklar ist, was macht sie eigentlich? Was macht Adrian Nui, um den es natürlich jetzt in unserem zweiten Thema geht? Und ja, da reden wir auch wieder mal über Ferrari, was ja eigentlich laut Meldung am letzten Freitag Geschichte sein sollte. Warum doch nicht? Hier der Blick auf Thema Nummer 2. Die Gazzetta dello Sport war es, die am vergangenen Freitag darüber berichtet hatte, dass die Verhandlungen zwischen der Scuderia Ferrari und dem Star-Designer Adrian Newey wegen angeblich zu hoher Forderungen seitens dem Star-Designer letztlich als gescheitert zu betrachten sei. Demnach, so schreibt man eben in Italien, wollte der 65-Jährige demnach 20 Mitarbeiter mit nach Maranello nehmen, aber mit Blick auf das Budget-Cap hat man einfach realisiert, dass es eine zu hohe Belastung eben für das Budget ist und demzufolge dann auch diesem Begehren nicht entsprechen können. Und dann soll es das eigentlich erstmal gewesen sein, dieser einstige Traum von Adrian Newey, dass er dann doch nochmal in seiner Karriere die Chance bekommt, mit Ferrari und eben auch mit Lewis Hamilton zusammenzuarbeiten, schien eigentlich sich erledigt zu haben. Stattdessen wurde ja Newey mit Aston Martin in Verbindung gebracht und da hieß es eigentlich auch schon, dass es sehr konkret auch wäre, denn demnach soll Aston Martin in persona Lawrence Stroll, dem Teambesitzer, ihm nämlich einen unterschriftsfähigen Vertrag vorgelegt haben, der ein Volumen von 100 Millionen Euro aufweisen soll und das Ganze bei einer Laufzeit von 4 Jahren. Das war am vergangenen Freitag. Jetzt allerdings nun gibt es neue Meldungen vom Online-Portal F1insider.com und so heißt es, so ganz vom Tisch sei ein möglicher Wechsel Adrian Newey zu Ferrari dann doch nicht, denn eine finale Entscheidung soll von Seiten Adrian Newey erst Ende August, also in rund 4 Wochen, getroffen werden. Auch schreibt man, sei eine längere Pause seinerseits, was die Formel 1 betrifft oder gar ein mögliches Karriereende, ebenfalls denkbar. Allerdings spreche, so ist man sich auch mit anderen Medien einig, doch vieles für Aston Martin, weil ihm vor allem auch der Kultstatus, den Aston Martin, der unzweifelhaft aufweist, ganz besonders gut gefalle, aber vor allem auch gerade, was seinen Lebensmittelpunkt betreffe. Klar, seine Wahlheimat befindet sich ja in Südafrika, aber anders als bei Ferrari, wo er dann nach Italien ziehen müsste, könnte er also so weiter auf der Insel bleiben. Ja, ein fast schon leidiges Thema, genauso wie wir ja auch schon des Öfteren über Carlos Sainz gesprochen haben. Soweit kann ich schon mal sagen, geht es jetzt in dieser Sendung nicht mal unbedingt, auch wenn es ja wieder Thema geworden ist, scheinbar bei Audi. Jetzt aber kommen wir zu einem jungen Mann, der am vergangenen Sonntag wieder mal so ein bisschen den Stempel drauf bekam, Mad Max, für diese diskussionswürdige Szene in der 63. Runde da. Wieder einmal an alte Zeiten hat es uns erinnert, der Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Und bei Red Bull, da läuft es jetzt ja schon länger nicht mehr, sowohl auf der Rennstrecke als eben auch intern. Und nun soll ein Wechsel zu Mercedes wohl doch wieder denkbar sein. Und einer ist davon recht überzeugt, Nico Rosberg. Jetzt weiter mit Thema Nummer 3. Ja, es gab wieder einige Meldungen auch am vergangenen Wochenende, auch was wiederum die Person Helmut Marko betrifft. Wir wissen, darüber hatten wir ja auch schon des Öfteren berichtet, soll es ja eine Klausel im Vertrag von Helmut Marko gegeben haben, in der es heißt, wenn Helmut Marko nicht mehr für das Team tätig sei, dann könne eben auch Max Verstappen gehen. Jetzt wurde am vergangenen Wochenende ja auch wiederum bekannt, zumindest mal gab es diese Gerüchte, dass genau diese Klausel im Vertrag von Helmut Marko entfernt worden sein soll. Das heißt automatisch auch, dass Helmut Marko bis 2026 beim Team bleiben soll, gleichzeitig auch wieder ein Stück mehr Macht bekommen haben soll und aber auch dadurch eben es schwieriger für Max Verstappen sei, das Team doch vor Ablauf seines Vertrages zu verlassen.
Hinzu kommt ja eben auch noch Toto Wolff, der wartet ja ab. Der verspürt ja derzeit alles andere als irgendwie Ungeduld, betont auch immer wieder, dass man es nicht eilig habe und sehr auch sehr zu Missfallen von Carlos Sainz, der ja auch gerne schon viel früher ja, endlich mal wissen will, ob da bei Mercedes was möglich sei, ob er dafür überhaupt in Frage käme oder eben nicht. Auf der anderen Seite flirtet ja Toto Wolff immer sehr intensiv und vor allem auch in der Öffentlichkeit. Und wenn es ja nach ihm geht, dann will er natürlich gerne Max Verstappen verpflichten. Dann wäre ein Carlos Sainz und auch ein Kimi Antonelli für nächstes Jahr oder für die nächsten Jahre dann wohl eher kaum denkbar. Und möglicherweise wäre dann vielleicht eher noch der Platz von George Russell als gefährdet anzusehen. Toto Wolff, das ist, wie gesagt, kein Geheimnis, der will Max Verstappen. Aber, und das ist eben die große Frage, wird er schon im nächsten Jahr wechseln, wird er überhaupt wechseln, denn ja, diese Spekulationen um einen möglichen vorzeitigen Abschied, die halten sich natürlich ziemlich hartnäckig. Schuld daran sind natürlich gleich mehrere Faktoren. In den letzten Monaten diese internen Machtkämpfe zwischen Christian Horner und Helmut Marko. Auf der einen Seite der eigentliche Skandal um Christian Horner und seiner suspendierten Assistentin. Gleichzeitig auch noch der Abgang und Abschied von Adrian Newey. Und was ja auch noch verschärft hinzukommt, ist die gebrochene Dominanz von Red Bull. Der letzte Sieg von Max Verstappen war im Juni, nämlich beim großen Preis von Spanien. Und Max Verstappen weiß, wie 2023 läuft es in diesem Jahr nicht mehr. Wir haben jetzt alleine schon in diesen 13 Rennen 7 verschiedene Siege gehabt, so viele wie schon lange nicht mehr. Und dass Max Verstappen ja auch sehr aktuell sehr unzufrieden ist, das ist ja wahrlich auch keine große Überraschung, wurde vor allem auch sehr deutlich am vergangenen Sonntag beim Rennen. Es gab ja wirklich, nennen wir es mal, sehr interessante Funksprüche des Niederländers. Er hat ja ordentlich losgeschimpft, war ja überhaupt nicht zufrieden. Das Update, von dem man sich eigentlich mehr erhofft hat, hat auch nicht so richtig gezogen. Und da kam also alles zusammen, am Ende dann auch nur Platz 5. Am Ende wäre es dann wahrscheinlich ohne diese Kollision mit Lewis Hamilton ja immerhin Vierter oder die vierte Position gewesen. Aber vom Sieg hatte Max Verstappen nicht mal den Hauch einer Chance. All diese Faktoren sprechen laut Nico Rosberg derzeit eher schon dafür, dass man Max Verstappen im nächsten Jahr vielleicht bei Mercedes schon sehen könnte und sagte am vergangenen Sonntag nach dem Rennen bei Sky, wenn Max Verstappen, der immerhin einer der besten 5 Fahrer aller Zeiten ist, auf den Markt kommen sollte, muss man ihn sofort schnappen. Und mein Bauchgefühl, von dem, was ich hier so höre, sagt mir auch, dass es eine mehr als 50-prozentige Chance gibt, dass er den Wechsel zu Mercedes macht. Nicht nur eben diese Faktoren, wie ich sie benannt habe, nein, auch mit Blick auf das neue technische Reglement sieht Nico Rosberg seinen Ex-Arbeitgeber eher so als bessere Wahrscheinlichkeit an und sagt, man hört auch, dass sie mit der Motorenentwicklung bei Mercedes gerade für das neue Reglement 2026 wirklich einen Vorsprung haben und das ist natürlich auch entscheidend. Das war auch damals, zu meiner Zeit, der große Vorteil von Mercedes. Wir hatten einfach viel mehr Power als alle anderen. Das könnte wieder der Fall sein. Also ja, es gibt eine große, gute Chance, dass das passieren wird. Ja, also es stehen uns dann scheinbar noch sehr spannende Wochen auch bevor. Jetzt ja am kommenden Sonntag gibt es ja den letzten Grand Prix vor dieser Sommerpause. Und Max Verstappen wird am Sonntag ja nicht gerade mit den besten Voraussetzungen in das 14. Saisonrennen gehen. Denn wie nämlich übereinstimmend zum einen GPblog.com und auch Racing News 365 berichten, wird nämlich Max Verstappen um 10 Plätze am Sonntag nach hinten strafversetzt werden. Warum? Weil man nämlich den Motor am Auto von Max Verstappen tauschen wird. Wir wissen, 4 Motoren sind in einer Formel 1 erlaubt. Wenn man dann einen 5. einsetzt, dann gibt es eine Strafe. Tja, und bei Max Verstappens Red Bull, da hat man schon früh in dieser Saison eben Motoren ausgetauscht und es war klar, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo dann auch eine Strafe abgesessen werden muss. Man hat also bei Red Bull
offensichtlich Belgien als idealen Ort dafür gesehen, weil natürlich auch, wenn man auch in die Vergangenheit blickt, natürlich auch viele Überholmöglichkeiten vorhanden sind und dass es eben viel leichter ist als auf anderen Strecken und dass das funktionieren kann, das zeigte ja Max Verstappen ja schon vor 2 Jahren, nämlich im Jahre 2022 ging er ja von Platz 14 aus ins Rennen und ja, gewann am Ende dieses Rennen. Das dürfte wohl an diesem Wochenende ein bisschen anders sein, denn 2022, da gab es sie nicht, die immer stärker werdende Konkurrenz, und dürfte schwierig werden, von 14, wenn es dabei käme, dann auf die 1 nach vorne zu fahren. Aber in der Formel 1, wir wissen es ja auch, ist immer alles möglich. Auf jeden Fall schon jetzt nicht gerade die besten Voraussetzungen, denn der Red Bull ist eben kein dominierendes Auto mehr. So, ein Thema, auf das wollen wir natürlich auch noch zu sprechen kommen, und da geht es mal wieder um Mick Schumacher. Und da hat sich jetzt RTL Formel 1 Experte Felix Görner dazu geäußert und diesen Satz, den Mick Schumacher kürzlich nämlich von sich gab, dass ein Comeback in greifbarer Nähe sei, mal so ein bisschen eingeordnet. Und so viel sei jetzt schon mal auch gesagt, in greifbarer Nähe ist aktuell gar nichts. Weiter mit Thema Nummer 4. Mick Schumacher schien kürzlich happy zu sein, als er nämlich in der WEC, in der Langstrecken-WM, kürzlich seinen ersten Punkt für Alpine einfahren konnte. Und hatte ja auch eine sehr optimistische, nennen wir es mal, Haltung, dann auch gerade was ein mögliches Formel-1-Comeback betrifft. Hatte gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP nämlich Folgendes gesagt: Meine Chancen in der Formel 1 scheinen bisher ziemlich gut zu sein. Im Moment ist die Formel 1 in greifbarer Nähe. Ja, das hat natürlich Hoffnungen geweckt bei den zahlreichen Fans von Mick Schumacher. Aber allerdings gibt es jetzt eindeutige Aussagen eines Formel 1-Experten, die genau diese Hoffnungen eben zunichte machen. Denn wie Sport.de und RTL Formel 1-Experte Felix Görner nämlich erklärte, gibt es nämlich rund um Mick Schumacher nichts Neues. Und sagt weiter: Auch die von ihm geäußerten Hoffnungsbekundungen entbehren bislang jeder Grundlage. Bis er dahin kommt, einen Vertrag zu unterschreiben, dauert es noch. Ja, Schumacher habe zwar, wie er selber auch erklärt, Felix Görner, weiter die Hoffnung auf ein mögliches Comeback in der Formel 1, Zitat, aber es gibt nach wie vor aktuell keine realistische Option, dass er bei einem frei werdenden Cockpit irgendwo die Nummer 1 ist. So also muss man eher davon sprechen, dass die von ihm getätigte Aussage, die Formel 1 sei in greifbarer Nähe, wohl nichts mehr ist als reines Wunschdenken. Heißt also unterm Strich, wieder mal keine guten Nachrichten für alle Fans des heute 25-Jährigen. Görner sagte weiter: Sie müssten sich wie Mick selbst noch gedulden und sich an den Strohhalm klammern, dass es doch noch irgendwie klappt. Ja, aber ob es klappt, danach sieht es eben aktuell nicht wirklich aus. Denn bei Sauber Audi haben sich ja die Prioritäten ja auch verändert. Klar, da hätte man ja gerne Carlos Sainz, jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, weil natürlich die Verbindung zwischen Carlos Sainz und Mattia Binotto, der jetzt eben ja in die Formel 1 zurückkehrt, natürlich ziemlich groß sind. Die beiden sich natürlich auch gut verstehen und auch super gerne zusammen ja, gearbeitet haben und es vielleicht bei Sauber Audi schon bald wieder tun könnten. Auch noch als frei werdendes Cockpit gilt ja wiederum noch Williams, da haben wir ja noch einen Platz zu vergeben. Das Haas Cockpit scheint schon vergeben zu sein, wäre ohnehin keine Option gewesen, denn Gene Haas selber, der Teambesitzer, war ja damals mitverantwortlich dafür, dass der Vertrag von Mick Schumacher auch nicht verlängert wurde. Demzufolge kommt ja auch keine Rückkehr mehr in Betracht. Ja, bleibt dann noch Alpine. Aber auch da hat ja Flavio Briatore ja auch klar zu erkennen gegeben und auch klar so geäußert, dass er vor allem wirklich gerne Carlos Sainz verpflichten möchte. Und viele Mick Schumacher-Fans sahen ja in Flavio Briatore einen alten, nennen wir es mal, Weggefährten, nämlich seines Papas Michael Schumachers, die natürlich zwei ja, Weltmeisterschaften zusammen eingefahren haben, damals zu Benetton-Zeit. Und viele gehofft haben, jetzt wo Flavio Briatore zurück ist, wird er sich an diese schönen Momente, diese goldenen Momente mit Michael Schumacher zurückerinnern und seinem Sohnemann da eine Chance geben, eine neue Chance geben. Aber wie gesagt, so ist Flavio Briatore nicht und er hat eben auch nicht davon gesprochen, dass er da Interesse an Mick Schumacher habe. Denn sein Name oder sein Wunsch ist eben klar und deutlich
Ja, Carlos Sainz. Also viele Optionen gibt es nicht und Alpine wäre ohnehin so die einzig wirklich realistische Chance. Denn natürlich kommt er für das zweite Cockpit bei Mercedes überhaupt nicht in Frage. Davon sprach Toto Wolff auch nie. Max Verstappen wäre die Wunschlösung. Andrea Kimi Antonelli wäre so die zweite Option. Vielleicht auch noch Carlos Sainz, je nachdem. Allerdings wäre man bei ja, Mercedes eher weniger dazu bereit, ihm da einen langfristigen Vertrag zu geben. Das ist aber gerade das, was ein Carlos Sainz möchte. Er will natürlich weiter um Siege und vor allem auch um Podien kämpfen. Und das ist ja erstmal auf absehbarer Zeit bei keinem der anderen Teams irgendwo möglich. Und demzufolge gibt es diese Liste von Toto Wolff, aber da taucht definitiv kein Mick Schumacher auf. Also, dass diese Einschätzung, diese Experteneinschätzung von Felix Körner ja schon auch ziemlich realistisch bzw. auch nachvollziehbar, denn es gibt eben derzeit überhaupt gar nichts, was sich in diese Richtung bewegen könnte. Also, um es mit den Worten von Felix Körner zu sagen, weiter abwarten, aber die Hoffnungen sollten nicht allzu groß sein. Das war's mit unserer News-Ausgabe. Wir sind natürlich morgen wieder für euch da und schon ganz bald geht es ja wieder auch in das nächste Rennwochenende. Und wir haben ja wieder Medientag, ne? Und es ist ja so an diesem berühmten Mediendonnerstag, da gibt es ja immer gerne mal irgendwas zu verkünden. Letzte Woche hatte ja dann auch das Haas-Team bekannt gegeben, dass man den Vertrag mit Kevin Magnussen nicht verlängern werde. Vielleicht kommen sie morgen dann schon, die Verkündung von Esteban Ocon. Aber wir sehen das und ihr erfahrt natürlich hier bei uns natürlich alles. Das war's, eure Meinung gerne zu unseren vier Themen in die Kommentare und nochmal der Hinweis auf die ganze Sendung Klartext mit Günther Steiner vom gestrigen Dienstag auf klartext.gem1.de oder auch direkt auf gem1.de. Bis morgen an dieser Stelle, schönen Tag euch und tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Champ One zeigt's allen.